Hallo Leute und herzlich willkommen zum Bausimulator, dem achten Teil. Wir sind mal wieder dabei und zwar mit dem Dean Cooper. Er sagt nicht viel, aber er ist auf jeden Fall da. Ja, dann habe ich mir mal gedacht, ich guck mal eben nach dem Auftrag. Ja, guck mein Junge. Ja, ich guck du mal. Und zwar habe ich die Idee gehabt, dass wir einen Sonderauftrag machen. Was hältst du davon? Ja, sie kriegt sehr gut. Hat der Chef immer was zu tun. Ja, genau. Und zwar ist das Sonderauftrag ein neuer, irgendwie, keine Ahnung, ein neues Fahrzeug. Das heißt, ich muss erst mit dem Vorarbeiter, den muss ich ansprechen. Was auch immer. Ich mach das einfach mal, ja? Ja. Und dann gucken wir mal, was kommt. Das sind zwei Aufgaben erstmal. Ich guck mal. Okay, dann legen wir los. Dann schauen wir mal. So, okay, alles klar. Ich renn mal eben zum Vorarbeiter. Lauf, Hoxton, lauf. Lauf, ja. Stopp, Hoxton, stopp. Und jetzt einmal auf die Nase fallen. So, ich quatsche mal eben kurz an. Hey, Don Hoxton, ich habe gerade unseren Kontostand gecheckt. Weißt du was? Ich denke, es wird Zeit, unseren Fuhrpark zu erweitern. Wie wär's, wenn du einen Abstecher zum Händler machst und mal schaust, ob wir was Passendes für uns im Angebot hat? Ja, das hört sich aber gut an. Ich zeige dir auf der Karte, wo das Fahrzeughändler ist. Fahr am besten gleich vorbei. Aber ist das Schwachsinn? Wir haben das ja schon gemacht, ne? Ja, okay. Ich gehe mal von aus, du musst einfach nur mit dem reden. Okay, alles klar. Vielleicht sucht er neue Freunde. Friendscout24 lässt grüßen, sag ich mal. Ja. Oder wie die Seiten alle heißen. Ja, für den Winter ist das auch gut, ne? Da kannst du jetzt mit zwei Schneeschiebern arbeiten. Da kannst du ein paar schieben. Ja. Boah, der war so flach, ne? Ja, ich weiß. Komm, wir nehmen mal den Kleinen hier, dann fahren wir mal rüber. Einsteigen. Darf ich schon wieder fahren? Darf ich mal fragen, warum du die Klappen aufgemacht hast? Klappen? Hä? Ja, du hast irgendwelche Klappen aufgemacht hinten. Warum bin ich jetzt ausgestiegen? Ich steig nochmal ein. Okay. Dann fahren wir mal. Du hast schon wieder die Klappen aufgemacht. Junge! Du warst gerade am Steuer, nicht ich. Echt? Ja, sicher. Du könntest dir ein neues Fahrzeug leisten. Aber wir haben doch schon eins geholt. Das verstehe ich irgendwie nicht, aber ist egal. Ja, wir haben schon lange nicht mehr gezockt. Ich muss mal gucken, wie geht das nochmal mit den Ansichten durchschalten? Ich weiß das gar nicht. Mit dem Controller rechter Analogstick. Rechter Analogstick? Immer drauf drücken. Ah, yo! Ich sitze wieder im Fahrzeug und guck mich mal wieder um. Da fährt der Dean. Und bitte bring uns lebend dahin, ja? Ich versuch's gerade. Bring uns bitte lebend dahin. An der Nordseeküste. Oh, er singt auch noch, oh mein Gott. Ja, okay. Wir fahren da mal eben hin. Und schauen uns die ganze Geschichte mal genauer an, was wir da noch zu machen haben. Gut, dass es hier keine Blitzer gibt. Das weißt du gar nicht. Bei dem Führerschein wäre ich los. Ja, macht ja nichts. Hauptsache, du fährst ihn da vor dir nicht in eine Kiste. Macht mir schon ein bisschen Angst manchmal. Komm, anders kennst du doch gar nicht. Naja, irgendwie schon, das stimmt schon. Kann ich ja mal gerne an Omsi erinnern. Da habe ich nichts gemacht. Oh nein! Ich hab's kaum ausgesprochen. Er hat's bums gemacht. Ja. Oh. Warum fährt ihr denn nicht? Ich hab keine Ahnung. Da lässt er den vor. Meine Güte. Ja, das sind halt Sachen, da stecken wir nicht drin, auf Deutsch gesagt. Oh Gott. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du mir sagen willst. Ja, richtig nochmal schöne Grüße an den Solid genau aus. Genau. Herzliche Grüße an den Solid. Er kennt sich am besten damit aus. Ja. Oh nein! Oh Gott! Ey, du machst mich echt fertig, weißt du das eigentlich? Das hat natürlich sowieso an sich, ne? Ja, das stimmt schon, aber... Aber Hauptsache blinken, weißt du? Ganz wichtig, Hauptsache er blinkt. Da ist das Wichtigste überhaupt, was er machen. Das ist ja unglaublich, ey. So. Obwohl ich das irgendwie nicht verstehen kann. Wir haben ja ein neues Fahrzeug gekauft, ne? Aber vielleicht hätten wir das gar nicht machen sollen. Ja doch, dadurch kam ja der Auftrag dazu. Ah, ich verstehe. Je mehr wir im Fuhrpark haben, desto mehr Aufträge kriegen wir ja. Mhm.
Na ja, gut. Hauptsache, du bringst uns erstmal heil dahin. Ja, was ich noch sagen wollte, ich freue mich ja wahnsinnig darauf, dass es bald, von den Simulationen her, dass es bald, Boah, demnächst. Ich weiß es gar nicht, ey. Ich weiß gar nicht, wann es erscheint, hier, der Fernbus-Simulator. Ich weiß das gar nicht. Der wird kommen und am Ende des Jahres, soll ja der Landwirtschaftssimulator 2017 rauskommen. Endlich wieder Bauer sucht Frau. Schön. Oh Gott. Oder Hoxton sucht. Hoxton sucht Schwein. Ich dachte eher ein Gender. Ja. Hör mal, was mich gerade wundert, ist, seit wann bleibst du an der roten Ampel stehen? Was ist denn mit dir? Sag mal, bist du geimpft worden oder was? Nein, ich wurde zu oft angehalten, weil ich mal rumgefahren bin. Ja, okay, gut. Ich verstehe das schon. So, pass mal auf, wir sprechen den mal an, den Jupp von der Latte hier, den Halbglatzigen da. Ja, viel Spaß. Ja. Kannst du mal die Karre ausmachen? Ich höre nichts. Ah, wen haben wir denn da? Du musst doch Hoxton sein. Recht hat er. Mein alter Freund Happe hat dich schon angemeldet. Wie geht's denn dem alten Halunken? Ich sag's dir, du kommst genau richtig. Wir haben gerade ein paar feine Fahrzeuge reinbekommen. Da ist was für jeden dabei, ja. Okay, freut mich, dich kennenzulernen. Happe, geht's gut. Ach, ich lese das nicht vor, ihr lest das selber. Einfach auf Pause klicken und durchlesen. Genau. Schadet nicht. Fahrzeug. Genau. Was sollen wir holen? Ein Pritschenwagen mit Ladekran, das wäre doch mal was Geiles, oder? Hast du so viel Geld? Ja, ich guck mal, was der kostet, ne? Das wäre eine gute Idee. Mach das. Also, der möchte uns irgendwas geben. Für 75% vom Neupreis kannst du einen gekauften Fahrzeug jederzeit wieder abgeben. Ah ja, alles klar. So, Abschnitt 1. Mal gucken, neues Fahrzeug. Zack, das haben wir ja soweit gemacht. Okay. So. Dann sag mir doch mal, warte mal, wo ist die Karre denn überhaupt? Immer um die Ecke. Hier steht nichts. Also hier steht schon mal gar nichts. So, pass mal auf, da muss ich mal den Händler öffnen. Und guck mal, also den Pritschenwagen mit Kran, das wäre eine gute Idee. Weil da können wir nämlich auch die Paletten selber aufladen. Da braucht man nicht immer so ein Dingsline, weißt du? So, ich guck mal eben. Ich öffne mal eben. Hört sich auch das hört sich doof an, wenn ich sage, öffne den Fahrzeughändler. So, pass auf. Begleitfahrzeug, Absetzwagen, Pritschenwagen mit Kran, den können wir uns leisten. Ja, willst du holen? Der kostet nämlich 85.000. Wir haben 97.000 auf der Hand. Also könnten wir uns den eigentlich zulegen. Aber das ist doch, glaube ich, der große, oder? Ja, der ist halt mit Kran auch, ne? Ja, aber der ist ja ein Vierachser. Ja, und? Der wäre ein bisschen groß, oder? Bei mir ist alles. Naja. Ja, das war natürlich jetzt wieder, das war wieder typisch. Typisch Dean Cooper. Warte mal, ich schließe das nochmal. Ich gucke mir das nochmal an. Weil da gibt's, also jetzt, ich gucke mir das jetzt an hier. Das, was du geöffnet hast, oder? hörst du jetzt auf? Pritschenwagen, gibt es auch einen kleinen Pritschenwagen mit Kran? Nein, den kleinen haben wir hier stehen. Ja, alles klar, pass auf, dann würde ich mal sagen, dann nehmen wir den. Ja. Ja, wir kaufen den Pritschenwagen mit Kran, einkaufen. Ja, Mann, will ich haben. Er ist da. Willst du da steht er. Willst du hinfahren oder soll ich? Such du aus. Ach komm, du darfst einen großen fahren, komm. Komm, fahr du einen großen. Ist nicht das erste Mal. Achso, pass auf, jetzt gucke ich mal. Hör auf damit, Mann. Ich mach doch gar nichts. So, pass auf, jetzt muss ich mal gucken, ob da noch irgendwas kommt. So, jetzt haben wir ja den anderen Wagen gekauft. Also, den haben wir jetzt. Und ich glaube, wir fahren mal wieder zurück zum Hof, ne, oder? Oder was machen wir jetzt? Oder warte mal, Lehrgänger, gibt's da Lehrgänger? Ah, doch, es gibt einen Auftrag, Pritschenwagen mit Kran. Den Auftrag machen wir jetzt noch. Und zwar sage ich dir jetzt, wo wir hinfahren. Transportiere einmal Bitumen in den markierten Bereich Baustelle. Also das ist so ein Lehrgang, den wir mal eben schnell machen. Ne? Mhm.
Und zwar, dann machen wir das eben. Ich nehme den mal an, den Auftrag. Dann fährst du und dann, ich fahre dir hinterher. Der lädt den eben. Ist es bei dir markiert? Ach, wo bin ich denn jetzt? Ich weiß auch nicht, wo du bist. Bist du da falsch eingestiegen, ne? Nee, der hat mich gerade wegkatapultiert. Okay. Ich bin aber noch auf dem Gelände okay. hier. Okay, alles gut. So, dann fahren wir mal. Ich weiß nicht, ob das bei dir markiert ist. Oder ist es erst markiert, wenn ich einsteige? Nein, ich muss das separat markieren. Wo müssen wir hin? Baustoffhändler oder? Na, das ist die gute Frage. Ich guck nochmal, weil ich bin jetzt gerade im Fahrzeug. Ich guck nochmal nach Aufträge, weil mit der Maus geht das alles schneller. Lehrgänge, so. Moment, jetzt kann ich den nicht. Achso, aktive Aufgaben muss ich mal eben gucken. So. Transportiere einmal Bitum in den markierten Bereich, steht da. Bitum kriegen wir beim Baustoffhändler. Pflanzen kriegen wir beim. Dann ISO. Also, pass auf, du musst einmal Bitum holen. Auf, du musst Bitum holen und Isoliermaterial. Dann Dachpfannen brauchen wir noch. Eibensetzlinge und Verschalungselemente und all so eine Geschichten. Ich glaube, wir machen das jetzt erstmal. Wir fahren jetzt erstmal zum Baustoffhändler. Genau, und holen da erstmal die ganze Geschichte. Genau. So sehe ich das nämlich auch. Jetzt überlege ich natürlich, ob ich die Karre überhaupt hier stehen lassen soll oder ob ich fahren soll. Bah, hast auch noch was zu zeigen. Deine Fahrskills. Ja. Aber bitte aus der Innenperspektive. Ja, mache ich ja. Der fährt nicht rückwärts. Da musst du einmal nochmal antippen. Dann wird sogar in der Gang umgeschaltet. Was soll ich antippen? Den Rückwärtsgang. Dass er umschaltet mit dem Gang. Wie fährst du denn normalerweise mit. Ja, mit Controller. Ja. Wo gibst du denn da Gas? RT und LT. Also RT Gas geben, LT rückwärts. Ja. Wie macht man die Klappe zu? Auf B. B oder X? Moment, ich guck mal eben. Ich steig nochmal ein, weil irgendwie. Ja, sorry Leute, aber ich komme da irgendwie nicht so richtig klar mit. Selber schuld, wenn man alles mit den Azubi überlässt. Ja, ja. Ne, mit B macht er nicht zu. Dann mach mal R. R habe ich nicht. Ach so, nee. Ich habe einen Xbox-Controller. Ja. Ja, wo habe ich denn da R? Ach, B. Na, B habe ich doch schon gedrückt, geht nicht. Ja, dann X. Ja. Mein Gott, Junge. Okay. Ja, ich bin kein Xbox-Fan. Ja, ich hab's gesagt, ich bin kein Xbox-Fan. Ja klar, hast du es gesagt, aber ich finde den Xbox-Controller finde ich recht geil eigentlich. Ansichtssache. Wie setzt man hier Blinker? Mit der Tastatur. Achso, ja, ich sollte erstmal auf der Karte erstmal markieren, wo ich überhaupt hin muss. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Wir fahren zum. Wo ist der überhaupt? Baustoffhändler an der City. An dem Dorf, am Dörfchen. Ah, ja, den muss ich erstmal finden, ne? Oh mein Gott. Das ist er nicht. Das ist der Gartenhandel. Da ist er. Okay, alles klar. Wird mir angezeigt. Ja, blinken tue ich nicht. Ist mir zu doof. Habe ich keinen Bock drauf. Ach so. Innenansicht hast du gesagt, soll ich fahren, ne? Klar. Also, ich finde, das ist die beste Sicht beim Fahren. Ja, das stimmt allerdings. Okay. Kann man sehen, ob man irgendwo hinten reinfährt oder nicht. Naja. Insider. Naja, ja, genau. Tastatur blinken, wie war das nochmal? 1 ist links, 2 ist Warnblinker und 3 ist rechts. Ja, okay. Ich mach das, ich blink dann auch mal. Dann sind sie alle glücklich, dann, sonst heißt es, naja, wieder, guck mal, der Donox, der blinkt ja gar nicht. Echt, ey. Schweinerei! Ja. Azubi muss auf alles achten, aber der Chef nicht, ne? So sieht das aus. Ja, komm, meckert schon, Leute. Ich hab jetzt wieder nicht geblinkt. Ist mir auch egal. Er ist keine helle Leuchte, sorry. Das stimmt doch nicht. Dankeschön, Dankeschön. Aber recht hat er.
Oh, warte ab, warte ab. Wieso, willst du mir bei Rocket League hinten reinfahren? Ja. Machst du so oder so schon? Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ja, wir haben gerade ein kleines Problemchen. Und zwar würden wir liebend gerne, würden wir City Economy machen. Ja. Aber im Moment klappt das noch nicht, weil die ein paar Problemchen mit der Grafikkarte hat. Aber das kriegen wir alles geregelt. Pass auf, ich mache jetzt Folgendes. Ich bringe den Karren jetzt zurück zum Hof. Ja. Und komme dann bei dir in die Kiste. Oh Gott. Im LKW. Meine Güte. Leute. Also, Leute, tut mir echt leid, dass mein Chef so versaut ist. Nein, hallo? Nein. Ich bin gerade selber geschockt. Ich möchte eine andere Firma, also... Bitte alles in die Kommentare. Bitte, ja. Also stell dich mal nicht so an. Ja. Stell dich mal nicht so an. Das war jetzt auch gut. So, ich bringe den Wagen eben zurück und dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn ich beim Dean in der Kiste bin. Jetzt geht's. Gott. Ich überhole dich mal gerade. Ja. Mach mal. Du willst ja gleich schon wieder bei mir reinkommen. Nein, will ich nicht. Man kann es auch übertreiben. Lieber Herr Cooper. Ich mache hier nichts außer meiner Arbeit. Naja. So, warte, ich stelle die Kiste mal hier. Ich stelle die Kiste mal hier. Ist das schon wieder los, ey? Ja, klar. Ich stelle die Möhre mal eben. Hört ihr das besser an, wenn ich Möhre sage? Nein. Auch nicht? Nicht wirklich. Falsche Gedanken. Ja, das ist aber nur bei dir so, ne? Nee, andere Geschichte. Gehört auch nicht hin. Ja, das stimmt allerdings, ey. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Mir fehlen da irgendwie manchmal die Worte, was der Dean so manchmal sagt. Oder gesagt bekommt. Genau. Was er machen muss. So, warte, ich park mal eben ein hier. Moment. Ja, parkst ihn rückwärts ein. Genau. Ich habe ihn eingeparkt. Alles klar. So, pass auf, ich switche eben zu dir rüber. Oder soll ich zu dir rüber? Wie geht das eigentlich? F2 und dann den großen Pritschenwagen auswählen. F2 und den Pritschenwagen mit Kran auswählen. Nee, aber. Korrekt. Und da bin ich. Und ich würde sagen, Leute, weiter machen wir im nächsten Part. Und da fahren wir dann. Wir sind ja schon beim Bauschaufhändler. Richtig. Und fahren wir eben am Hof, Dean. Und dann erledigen wir das eben. Wollen wir ja mal richtig blinken werden. Ja, komm, mach mal richtig fertig. Zeig's mir! Oh Gott! Fahr da auf den Hof und schweig. Muss ein bisschen weiter ausholen, mein Freund. Ja, weiter. Warte, ich mach noch mal eben kurz ein Foto. Stopp. Ja, warte. Und 1, 2, 3, lächeln. Tschüss. Alles klar. Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.